Steel Drop von Lifestyle Camper. Steel Drop, Stahl, Drop ist der Tropfen. Und das ist wirklich nicht nur ein Tropfen, das ist eine kleine Knutschkugel. Alles aus Edelstahl. Knapp 4 Meter lang, 550 Kilogramm schwer. Ansonsten ist das Konzept so, schlafen, wohnen und die Küche ist draußen. Drinnen ist die Möglichkeit, einfach zu schlafen auf 2 Meter großen Betten und man kann da sogar Fernsehen gucken. Und draußen hat man die Möglichkeit, ja sogar zu kochen und auch abzuwaschen. 50 Liter Abwassertank sind also möglich. Also man kann damit in die Natur fahren und Campen genießen in eher ursprünglicher Form. Und viel Spaß beim Film. Das ist jetzt ein Doppelkochfeld, was verbaut wird. Sie können optional eine Flamme oder zwei Flammen haben. Das ist dann die Klappe mit Stoßdämpfer für die Kompressorkühlbox, die 18 Liter fasst. Das ist jetzt die Wasserlösung mit klappbarem Hahn. Was sehr intelligent gelöst ist, ist, in diesem Bereich hat man direkt alle Sicherungen zugänglich. Man muss nicht lange suchen. Kleines Feature. Durchdacht, ein Staubox mit Einlegeboden, aber man möchte ganz gerne auch etwas Größeres mal unterbringen. Und da haben wir dann auf den Einlegeboden im linken Fach verzichtet. Und hier haben wir die Technik. Es gibt einen Generalschalter, mit dem schaltet man komplett alles aus. Das ist auch ein Sicherheitsschalter. Hier ist eine 220 Volt Steckdose, die wird gespeist über Campingstrom, wenn man auf dem Campingplatz 220 Volt Strom hat. Weitere Features und weitere Technik ist an der Bordaußenwand angebracht. Das ist der abschließbare Wassereinfüllstutzen. Ja. Hier wird die Außendusche angeschlossen. Auch hier wieder Zwangsentlüftung und hier zusätzlich nochmal ein Stecker für ein mobiles Solarpanel. Ah, okay. Diese Schiene wird Sie mit Sicherheit auch interessieren, zeige ich Ihnen auch gerne. Das ist die Halteschiene für den Anstelltisch und diese kommt aus dem Innenraum. Der Tisch ist sehr schnell aufgebaut. Einfach einlegen, dann hat man eine zusätzliche Arbeitsplatte. Und genauso schnell ist er im Innern wieder verstaubt. Schiene geführt, serienmäßiges Radio verbaut. Optional ist Fernseher, optional ist Freisprechanlage. Für den Fernseher haben wir dann auch ein TV-USB, wo man dann entsprechend seine eigenen Sendungen oder Filme gucken kann. Und eine Inverter-Steckdose, die Inverter ist ein Stromumwandler von 12 auf 220 Volt für den kurzfristigen Gebrauch. Was haben wir hier noch für Klappen? Das sind dann Staufächer für alles Mögliche, was man unterbringen möchte. Ich habe meistens dann meine Kleidung drin, also T-Shirts und so weiter. Hochwertige Matratze ist gelagert auf einem Lattenrost. Das ist eine Markise, die ist 2,50 Meter ausfahrbar. Dafür gibt es dann auch noch die Lösung eines einzelnen Vorzeltes, was wir hier leider aus Platzgründen nicht aufstellen können. Man öffnet, die ist beleuchtet, man hat gleich Licht auf der Hand. Die okay. Ist ein Drittel, zwei Drittel aufgeteilt, also das ist die größere Box. Und auf der anderen Seite gibt es die gleiche Lösung für Kleinigkeiten, die man da einlagern kann, je nachdem. Man kann es auch komplett ohne Trennwand bestellen, aber so finde ich die Lösung eigentlich toll.